schnell! Like in den nächsten 5 Sekunden dieses Video oder das komplette Fortnite-Hauptquartier fliegt in die Luft und das wollen wir natürlich alle nicht. Einen flauschigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gehen wir die ganzen Teaser bis jetzt zusammen durch. Ich werde euch zeigen, was ich bei diesen Bildern so alles rausbekommen habe. In der Bild- und Tonverarbeitung bei dem Bild. Kuss geht raus auf jeden Fall. Bei der Bildbearbeitung nämlich habe ich da schon Effekte ja mal angewendet und da kann man schon ein bisschen mehr erkennen. Und ich bin mal in Game gesprungen und habe mir das Ganze vor Ort angesehen. Das Ganze werden wir heute in diesem Video uns ansehen. Falls ihr keine neuen Teaser ja verpassen wollt, 16 Uhr geht es wahrscheinlich heute weiter. Einfach im Community-Tab hier auf meinem Kanal vorbeischauen. Dort poste ich alle Teaser genauso wie auf Instagram unten in der Beschreibung verlinkt. Und auf Twitter retweet ich die Teaser auch nochmal. Also egal, wo ihr unterwegs seid, ihr seid bei mir auf jeden Fall gut informiert. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Teaser an. Teaser Nummer 1, sehr unspektakulär, Übertragung abgefangen. Ja, dort haben wir den goldenen Handabdruck. Können wir jetzt erstmal nicht viel erkennen. Deshalb gehen wir auch schon direkt zum zweiten Teaser. Dort können wir nämlich schon, ja, bisschen mehr rauskitzeln, sage ich mal. Und zwar ist es so, dass wir im Hintergrund dort ja etwas sehen. Und zwar könnte das die Innenseite des Bunkers sein. Das Netz unten wird wahrscheinlich nur durch den PC, sag ich mal, halt erzeugt worden sein. Das hat jetzt nichts wirklich mit dem Bunker zu tun. Dort sind wir jetzt bei 16%. Ich habe das in Photoshop mal reingehauen, das mal ein bisschen zu erhellen. Und dort sieht man im Hintergrund wirklich Lichter und Geländer, wo man sich festhalten kann. Und dort geht auch so eine Treppe hoch, aber mehr genaueres habe ich da auch nicht. Bei Teaser 3 wird schon etwas mysteriöser und zwar haben wir dort erstmal Scheiben, wie bei einem Riss sozusagen. Wir haben da aber viele Informationen, wirklich viele Informationen und zwar haben wir auf diesem Teaser wirklich Schönes zu sehen. Und zwar ist es so, wir haben dort einmal zwei, ja, Spieler runterfliegen, runterfallen, wo auch immer mit dem Gleiter. Und der untere, das ist ja so ein ganz alter Gleiter, das ist ja der Chapter 1, also Kapitel 1 Gleiter. Und dieses Bild mit diesem Männle, das ist wahrscheinlich eine Frau, und mit dem Gleiter, die untere, also nicht die obere rechts, sondern unten links, haben wir ja auch, das ist glaube ich aus Season 1 dieses Bild. Und was ist genauso alt oder wenn nicht sogar noch älter? Pyramiden. Was wird da oft genutzt? Gerne mal Gold, denn es gibt auch Untertexte zu den Teasern, die schauen wir uns gleich an. Und jetzt wird vermutet, dass dort bei den unter den ja Gleitern mit den Personen dort eine Pyramide ist. Da frage ich mich, Pyramiden sind doch in der Wüste. Warum sind dann da Bäume direkt daneben? Es könnte natürlich auch sein, dass das jetzt irgendein Gebäude ist oder ein Berg sein kann. Das ist natürlich auch gut möglich. Da drunter haben wir ein Schiff zu erkennen. Was daneben ist, das konnte ich bis jetzt nicht wirklich herausfinden, aber ich habe das Ganze mal hier ein bisschen verschönert. Hier kann man auf jeden Fall gut mal erkennen. Da habe ich mal Dunkelheit ins Licht gebracht. Anders herum machen wir es mal. Dort oben sehen wir nämlich jetzt auch ein Gewitter. Im Sturm ist das ja immer so. Und jetzt sehen wir auch die Pyramide. Sieht ganz schön klein aus. Also wird es wahrscheinlich vielleicht doch ein Berg sein. Wer weiß. Jetzt, warum ist ein Sturm? Keine Ahnung. Sind sie vielleicht außerhalb der Zone? Das kann natürlich sein. Unten haben wir immer noch das Schiff. Haben wir bis jetzt nicht im Spiel. Was liefert das? Gold, Öl? Keine Ahnung. Aber wenn ja, wohin und warum? Ich gehe davon aus, dass direkt in die Mitte von der Insel ins Auge gebracht wird, denn dort werden wir sehr, sehr wahrscheinlich, sag mal, über 50% eine Map-Veränderung mit der neuen Season erhalten. Wieso? Bleibt dran, ich erzähle euch alles. Jetzt haben wir aber auch noch hier ein paar Texte auf den Teasern. Und zwar sehen wir dort oben, direkt ganz oben rechts, also nicht ganz oben rechts, aber der äußerste Text, Handlanger. Das ist ein deutsches Wort und ich habe das mal hier in Google reingehauen. Ich habe es mir hier notiert. Es gab auch noch Helfer auf dem Bild, also übersetzt, glaube ich, aus dem Polnischen. Dann habe ich noch Schergen gefunden, keine Ahnung, was sein soll. Deswegen habe ich das mal reingehauen. Jemand, der unter Anwendung von Gewalt jemandes, besonders einer politischen Macht, Aufträge vollstreckt.
Handlanger. Also, es wird ja wahrscheinlich sein, dass jemand einen Auftrag bekommen hat und den Auftrag hat wahrscheinlich irgendein Agent bekommen oder mehrere Agenten, wie es zum Beispiel gerade auf den Discord-Servern von Fortnite läuft. Dort gibt es nämlich gerade einen Bot, der vergoldet einfach Spieler. Warum? Keine Ahnung, aber ich habe das auch nochmal in Grau reingehauen. Hat man jetzt oben ein bisschen mehr gesehen und zwar sieht man dort, ja, ein Kreis könnte aus der alten Season natürlich der Tresor, der Vault sein, aber das haben wir ja jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ja so einen neuen Bunker, sag ich mal, und zwar bei Lazy Lake und Retail Roo dort bei den Bergen. Dort springen wir dann auch nochmal runter, weil dort gibt es auch eine interessante Sache. Nächster Teaser, sehr, sehr interessant. Dort haben wir jetzt schon auch ein bisschen mehr. So, ich habe das Ganze jetzt noch mal kurz in Photoshop reingehauen, denn das habe ich noch nicht gemacht. Und jetzt kann man hier auch gut etwas erkennen. Und zwar unten links haben wir wieder dieses Alter Ego oder Alter Symbol. Ganz rechts haben wir so 6x die M, steht wahrscheinlich fürs Datum. Am Donnerstag geht die Season los. Vielleicht werde ich das streamen, weiß ich aber noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Da werde ich wahrscheinlich Videos raushauen, einen nach dem anderen. Dann haben wir dort ein Schiff wahrscheinlich. Ob es wirklich ein Schiff ist, das weiß ich nicht. Aber sieht jedenfalls so aus, als würde es gerade anlegen. Könnte auch irgendwo im Bunker sein oder sonst woanders. Was im Bunker wahrscheinlich sein wird, ist das direkt dort über, die lange Scherbe. Hier können wir nicht viel erkennen. Genauso wie in den anderen drei daneben. Obenrum sehen wir aber wieder Leute, die runterfallen und das werden wahrscheinlich dieselben sein wie von vorhin. Und dort sehen wir halt ein Gebäude und das wird wahrscheinlich der Bunker sein. Oben rechts haben wir eine Karte eingeblendet und jetzt bei den Leuten, bei denen ich vorbeigeschaut habe, die wussten nicht, wo das liegt. Ich habe mir so gedacht, Moment, weil das kenne ich doch. Und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt mal ins Spiel rein und ich zeige euch die Location, wo das liegt. So Leute, da sind wir auch in-game angekommen. Ich mache mal hier kurz noch die Desktop-Audio an und wir tun einfach mal nach Misty Meadows runterfallen und zwar ist das jetzt ziemlich spannend und zwar habe ich mir schon gedacht, dass das hier in den Bergen liegt. Jedoch ist jetzt die Frage, wo? Deswegen kann ich euch das nur ganz normal einblenden und zwar hier unten, das sieht genauso aus wie auf dem Bild und dann habe ich mir angeschaut, hier ist das Entgegengesetzte von dem, wo dieses Zeichen ist. Deswegen bin ich auf die andere Seite gegangen. Und voilà, da liegt direkt der Bunker von dieser, ja, Base, von wem auch immer. Und das ist jetzt schon ziemlich merkwürdig, aber auch ein bisschen logisch, dass wir jetzt hier den Bunker haben. Also, das passt auf jeden Fall gut hin. Zwar nicht zu 100%, aber vom Prinzip her sieht das auf jeden Fall so aus wie auf der Karte. Und jetzt haben wir halt den Bunker. Und jetzt haben wir halt hier diese Dinger. Keine Ahnung, warum die hier sind. Als würde hier irgendein SEK voranschreiten. Und hier schöne Texturen übrigens. Jetzt haben wir halt hier nicht viel. Jetzt haben wir halt hier die Schranken, weil das Ganze wahrscheinlich Top Secret hier ist. Was auch immer in diesem Bunker ist. Wir gehen auch noch mal ins Zentrum zurück und zwar wurde, glaube ich, bei der russischen Nummer, die man anrufen kann, es gibt nämlich auch Nummern, von denen solltet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben. Ich kann euch hier mal die deutsche Nummer einblenden. Folge Agent Ghost. D3, D4, F2. Und zwar müssen wir dort, obwohl wir könnt ihr hier auf der Karte ansehen, und zwar wurden hier, glaube ich, Moment, ich muss mal hier kurz schauen, und zwar weiß ich es ungefähr noch, hier wurde dieses Feld markiert, dort mit diesem Rennzeichen und bei dieser Radio- oder Wetterstation, dann wurde hier dieses Stück, glaube ich, das hier, also das Auge, neben Salty Springs, so markiert, dort werden wir auch einen neuen Ort erhalten, kann ich euch mal einblenden, und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und dann sollten wir hier oben bei Pleasant Park noch einmal ein Zeichen haben. Jedoch, bei dem, was haben diese ganzen, ja, drei Zeichen gemeinsam? Da ist nichts. Also, außerhalb der Mitte, da liegt nichts. Aber warum gibt's hier, hier und hier was? Ist ein bisschen merkwürdig. Bei der russischen Nummer wurde jedoch die Reihe E, also das Ganze hier, einfach mal in den Text genommen, deswegen würde ich sagen, hauen wir einfach mal nach Cracky Cliff ab und dann zeige ich euch das Ganze, was denn dort so liegt.
So, jetzt sind wir hier genau in der Reihe E, müsste das sein, genau, wo dieser Fluss langläuft. Hier haben wir einmal die Brücke, Cracky Cliffs, dann haben wir dort Risky Reels, das Autokino und dann geht es auch direkt zur Mitte, also zum Auge. Jedoch gibt es irgendwas, was bei dieser ja, Reihe E, irgendwas hier eigentlich normal aussehen könnte. In der Mitte vergoldet sich gerade alles. Warum? Keine Ahnung. Laut den Teasern ist der Ursprung Gold. Und Gold ist ja jetzt wahrscheinlich so eines mit das goldigste Thema, wenn man das mal so sagen darf. Der Ursprung ist aus Gold, auch Oro oder Aurum oder wie der neue Skin heißt. Zufälligerweise heißt er so. Kann ich euch hier mal einblenden, werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben. Wenn er im Battle Pass kommt, hoffe ich nicht. Hoffe, der kommt extra in den Item Shop wahrscheinlich am letzten Tag oder so, keine Ahnung. Mal sehen, wie der Battle Pass aussehen kann oder wird. Alles, was ihr wissen müsst, einfach Abo, Glocke reinhauen. Ihr verpasst hier auf jeden Fall nichts. Ich habe jetzt schon ein bisschen Fortnite auch Zeit genommen. Jetzt hat die ganze Zeit ist nichts passiert und jetzt auf einmal tausende Teaser, 4, 5 Teaser hintereinander. Also das ist jetzt ein bisschen unüblich für Fortnite. Jedoch ist hier in dieser ganzen E-Reihe nichts jetzt groß Komisches mir aufgefallen. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was mit dieser Reihe E auf sich haben könnte, gerne eure Vermutung in die Kommentare hauen. Mehr haben wir aber auch nicht. Was ist an dieser Reihe E so besonders? Jetzt kommen wir aber mal zum nächsten Punkt und zwar das Auge. Dort wird wahrscheinlich dieser Ort, den ihr im Hintergrund sehen könnt, rechts und links daneben, den werden wir wahrscheinlich in der Mitte erhalten. Das Ding ist oben rechts, dort sehen wir ja auch so einen Kreis. Den gibt es aber jetzt noch gar nicht. Genauso wie diesen Ort, der wird wahrscheinlich in der nächsten Season kommen. Dann haben wir unten links so einen Helikopterlandeplatz. Vielleicht erhalten wir Helikopter in der neuen Season, wer weiß. Und diese Maske, die wir dort sehen, die ist vom Chaos-Agenten. Der hatte ja erst wahrscheinlich nichts mit der Story zu tun, aber als er auf diesen Ladescreen aufgetaucht ist und dort was überwacht hat, wahrscheinlich aus dem Bunker oder sonst wo, hat er wahrscheinlich mehr mit der Story zu tun, als wir gedacht hatten. Das war's mit den ganzen Teasern. Jetzt gibt's aber noch komische Ereignisse und zwar, ja, Fortnite X Katze passiert jetzt auf jeden Fall auch. Keine Ahnung, was sich Fortnite bei einer Katze, wir haben Gold, wir haben eine Katze, keine Ahnung, was sich dabei jetzt Fortnite denkt. Im Quellcode von der Fortnite.com Seite haben wir jetzt auch einen Handabdruck gefunden, wurde dort jetzt entdeckt, habe ich euch auch mal hier gescreenshottet. Ist auf jeden Fall ein cooles Secret und was ich auch erst gerade bei dem Video entdeckt habe, ihr könnt ja Lotto spielen und sowas und jetzt wurde, ihr kennt ja diese Kassenbons, die werden da ausgedruckt und jetzt wurde bei einer Lotteriemaschine das hier ausgedruckt. Fortnite Chapter 2 Season 2 out soon. Das bedeutet, die drucken einfach da Fortnite-Werbung auf ja, die Kassenbons drauf, finde ich auch wirklich lustig, habe ich bis jetzt auch gar nicht gesehen. Und das Logo im Launcher hat sich geändert, dort ist jetzt auch der goldene drauf, also der goldene Handschuh oder Handabdruck. Und hier haben wir nochmal dieselbe Katze und den Fisch und das war es dann auch mit den Sachen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiter informieren, bisschen was ihr noch nicht gesehen habt, bisschen war auf jeden Fall dabei, mindestens 2 Dinge, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da, wir sehen uns ja morgen zu einem neuen Video und am Donnerstag streame ich vielleicht auch die neue Season, wer weiß. Mach mal im Community Tab eine Abstimmung, wenn ihr wirklich dabei sein wollt, stimmt auf ja ab, dann sehen wir mal, ob ich den ganzen, die neue Season streame. Wenn ja, Abo, Glocke, wie zum 1000. Mal schon gesagt. Und das müsst ihr ganz schnell tun. Schnell! Ich würde sagen, das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Eine positive wäre schön. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Wann auch immer. Nicht um 15 Uhr, da ich erst bei die Teaser analysieren werde. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute!